Hallo und herzlich willkommen zurück hier mit einem Knallbeise Borderlands Pre-Sequel. Nicht so ganz wie versprochen aus Roberts Sicht. Wir haben da, besser gesagt, Robert hat da kleine technische Problemchen. Nennen wir sie einfach mal Aufnahmeprogramme Scheiße. So viel zum Thema dazu. Richtig. Und deswegen, ja, ich weiß, ihr werdet euch jetzt fragen, wie, schon wieder Probleme? Ja, ich habe schon wieder Probleme. Ja, betonen liegt, Robert hat Probleme. Ja. Robert. Nicht ja. Ich, auch nicht Patty, Robert. Ja. Gut, ich bin nur ich. Ja, es ist wirklich eine kuriose Sache. Wie dem auch sei, werd nicht Cass, weiter geht's. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werd doch nicht Cass. Ich könnte ausrasten. Ja, aber das ist echt kurios. Wir können es ja mal so ein bisschen anschneiden. Wir haben das Problem, wir benutzen DX-Tory bei uns. Vielleicht kommt da jemand auf die Idee. Und wenn Robert Borderlands startet und eine Aufnahme machen möchte, bleibt DX-Tory stets beim Init stehen. Also beim Initialisieren der Aufnahme. Andere Spiele funktionieren. Ja. Nur Borderlands nicht. Borderlands ist das einzige Spiel, das nicht funktioniert. Also, wir vermuten ganz stark, dass es da... Boah, geil. Ach, scheiße, ist der Doppelgänger. Bin ich Doppelgänger? Nee, ich bin Enforcer. Nein. Ich bin Doppelgänger. Ihr seid alle so hübsch. Ja, das bringt auch nicht viel. So, zurück. Er hat ein G430, hast du das Headset, ne? G430 Headset. Hat es via USB angeschlossen mit diesem komischen hässlichen Adapter hinten dran. Ja, das musste jetzt sein, Robert. Ich mag die Dinger nicht. Und zusätzlich, was hast du drinne? Na gut, Soundkarte, alles können wir mal, das machen wir mal so. Wir schreiben in die Videobeschreibung einfach mal die Stats von Roberts Rechner mit Mainboard und alles, was da alles drin hast. Damit ihr mal Bescheid wisst, was drin ist. Also wenn jemand zuguckt und das schon mal hatte, das Problem, bitte in die Videobeschreibung rein tun, damit wir das auch mal lösen können. Genau, weil ihr wollt ja auch mal von mir wieder mal was hören. Das ist ja, ist so. Könnt durchdrehen. Das ist erst seit ein paar Monaten. So. Vorher hat es auch mit dem Headset funktioniert. Das ist, was ich nicht verstehe. Ich habe mit diesem Headset ganz normale Borderlands-Aufnahmen gemacht. Auch ganz normale Spieleaufnahmen. Aber irgendwann war es so, ich habe sogar meinen Rechner zwischendurch noch aufgesetzt. Aber trotzdem ist dieses Problem nicht weg. Müssen wir einfach mal gucken, woran es liegt. Also, wir sind da wirklich schon am Verzweifeln. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Wir heißt unter anderem, wir haben die Karo auch schon mit reingezogen, mit denen sind wir mittlerweile sehr gut befreundet. Hör auf, mich jetzt zu beschießen. Da war grad. Was ist denn? Oh Gott. Weg. Ich hab einen FPS-Zusammenbruch und Audio-Zusammenbruch, scheiße. FPS-Zusammenbruch hatte ich gerade eben. Das sind diese scheiß Physikseinstellungen hier, die extrem in die Ressourcen reingehen. Aber damit hat es auch schon die alten Borderlands-Teil, glaube ich, Probleme gehabt, extrem. Stopp. Ich bin kein Depp. Na? Achso, das ist deiner. Was? Treffe ich den nicht? Wollte schon sagen. Weil du es nicht würdig bist, ihn zu treffen. Ey. Wenn ich nur Antwort muss ich dir ja geben. Ah, geh weg. Komm, rushen einfach durch hier. Ja, stimmt. Warum rush ich so gerne? So gerne. Rush ausgesprochen gerne. Das Rushen kann ich gut. Ja. Oh, Nachbrenner habe ich bekommen. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, ob da ja jemand eine Lösung hat. Also bitte macht was. Das wäre echt toll. Dann können wir nämlich endlich hier mal wieder gescheit loslegen. Oh, ich habe 3 Battles-Tokens. Feuerrate. Und kritischer Trefferschaden. Stell dir vor, ich habe kein Badass-Token. Du bist halt nicht badassig genug. Ja, super. Sie sind hinter dir. Echt? Jo. Wow.
So macht man das. In your face. Boom. Dass ich mal so weit laufen muss. Ja. Man verbringt ja schon 3 Stunden damit hinzulaufen. Ja. Nur um dann für 5 Minuten Aufnahme was zu machen zu können. Für 5 Minuten dort im Endeffekt die ganze Angelegenheit zu haben. Die Mission. 20 Minuten Weg, 5 Minuten laufen. Ja. Andersrum, 20 Minuten Weg, 5 Minuten Mission, so rum. Aber es ist auch schön, 20 Minuten Weg, 5 Minuten laufen. So nicht schlecht. Nee, will ich nicht. So. Oh, ist ja das schon wieder. Ja. Robert, wenn wir das nächste Mal hier langlaufen, machen wir einen Cut. Definitiv. Das wäre das erste Mal, dass wir einen Cut machen bei uns in den Aufnahmen. In diesem Fall freiwillig. Zumindest werden wir die Aufnahme dann. Wir müssen uns was einfallen lassen, das ist ja hier. Ekelhaft. Das ist ekelhaft. Wolf, kümmere dich drum. Wer schießt denn hier auf mich? Die Infanterieeinheit hier. Ich bin doch ganz netter. Oh, ich flieg drüber weg. Zu doof. Ich mach so. Bam. Oh, bist du weg vom Fenster? Du bist auch hinter mir hinterher geflogen. Nein. Irgendwie wärst du hinter mir hinterher gekommen. Das war ein Gegner, der hat dich verfolgt. Von, wie ich einfach über die scheiß Plattform drüber hinwegfliege. Was ist denn das für ein Dreck? Was ist einfach drauf mit dem drüberfliegen? Also ich bin hier oben. Ich bin ebenso überrascht wie angeekelt. Geh zur Nachschubplattform und beschütze die Lieferung. Viel Spaß beim Beschützen. Nein, ich mach nicht. Ich will nicht. Mach alleine. Das ist die Aufgabe. Du bist vorgestürmt, also musst du damit leben, dass du alleine damit klarkommst. Ich warte jetzt, bis du hier bist. Aha. Wo willst du denn lang? Ja. Was ist denn die Plattform? Woanders. Auf jeden Fall irgendwo anders. Die ist da drüben. Korrosionsmarineinfanterist der Lost Legion. Alles klar. Hast dich nur versagt, du bist tot. Ah. Müssen wir da hin? Nee, wo müssen wir hin? Jetzt überlege ich echt. Ja. Kommst du jetzt endlich? Ich bin ja gerade mit dem Flieger der Lost Region beschäftigt. Oh, und hier ist eine Dahlkiste. Ach nein, oder? Ach, ich kann sie dir noch. Warte. Da war nichts Passendes drin. Nee? Nee. So, mal wie? So. Wir brauchen erstmal 15 Minuten, damit den Weg zu finden. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir die Nachschubplattform erreicht haben. Steve, oh. Können wir jetzt endlich? Ach, super. So. Der Vorstand hat Nachschub geschickt. Der Nachschubcontainer steckt im Weltraumhüll fest. Sorg dafür, dass wie bist du da rübergekommen? Ich bin gesprungen. Auch von da wahrscheinlich. Und verteidige ihn, während er den Container reinschleppt. Ah. Bewegt sich die Plattform? Okay, geh an das. Nö. Und gut. Arbeiterbot. Während er die Lieferung reinbringt. Blub. Geil! Geil! Ich will auch mal. Warte, hier. Bist du schon da? Ja. Da, geh rauf. Das ist geil. Boah. Ist geil, oder? Geile Sache. Ich kümmere mich mal hier um die Nebenmission. So.
Ja, das ist so. Lieferung, du Genie. Letzte Welle, Meteore im Anschub. Das bringt bei mir nicht viel, ich muss warten. Schieß sie ab, falls du von den hübschen Lichtern nicht so abgelenkt bist. Ballern ziemlich heftig auf die Ladung, Chef. Gott. Das Ding ist gleich tot. Scheiße. Ja. So viel dazu. Nimmst du die Mission nochmal neu auf? Ja, gerne, mit dem größten Vergnügen. Der Vorstand hat Nachschub geschickt. Der Nachschubcontainer steckt im Weltraummüll fest. Sorg dafür, dass er nicht explodiert, Schwachkopf. Oh. Schick einen Arbeiterbot los und verteidige ihn, während er den Container reinschleppt. So. Ist hier noch eine andere Dings? Station? Nee, war? Scheiße. Naja. Oh. Da. Oh, komplett resettet, geil. Kommt einfach Weltraummüll dazu. Hat irgendjemand neu hingemacht. Melde das Geschütz an. Ach so, ich bin da drinne. Nochmal rein, glaube ich. Ich mach schon. Ein Haufen Schrott blockiert den Bot. Mach den Weg frei. Schalter registriert. Zerstören Sie sie. Bot-Route blockiert. Bitte Weg frei machen. Ah. Na, geh kaputt. So. Nächster. Warum lässt du zu, dass sie die Lieferung angreifen? Trümmer, schieß den Weltraummüll ab! Ah. Oh, ist der Arbeiterbot, ups. Du bist mit meinen Augen, Robert. Kommt einer, da kommt einer. Ah. Warte, ich kümmere mich hier doch. Geradeaus, gerade gut hast du. Gut. Hinten ist einer, hinten ein Flieger. Noch mehr, stellst du dich mit Absicht zu dumm an oder ist das überhaupt? Das meine ich. Das ist eine scheiß Quest, ey. Ich finde die irgendwie lustig. Oh, ich glaube, das war ich. Hinten, hinten, links, hinten, links, hinten, links. Flieger. Links. Was ist hinten? Ach, da hinten. Ja. Dann mach er da links, links, schießt nach. So. Warte, von rechts kommt einer. Gut, gut, gut. Meteor fliegt vorbei, gut. Unter uns. Scheiße, der kommt an. Schießt die Meteore einfach von dem Dings hier ab. So. Sehr schön, die kommt. Und gleich eine Nebenmission mitgemacht. Wunderbar. Und zwar 100%. Ja, sehr schön. Ah, ihr habt Knarren und ich den Vorstand auf meiner Seite. Drei Dahlkisten. Darf ich? Erstmal abschließen. Warte, erstmal abschließen. Warte kurz, bevor du aufmachst. Abschließen. Oh, was ist das? Entweder. Oh, ich studiere beim Nachnehmen die Granate. Fleisch. Ach, ich nehme die Shotgun. So, warte jetzt. Sniper. Machen wir erstmal alles auf hier. Ja, heute ist Weihnachten. Genau. Alter. Sieht schon mal gut aus, aber ist alles schwach, oder? Kann es sein? Ich würde gerne die Sniper da links reservieren. Ich wollte die Sniper haben. Du hast doch die schon von der Quest genommen. Das ist doch nicht mein Problem. Ach komm, bitte. Bitte. Männer haben gerade mal 302 Angriff. Alter, meine Sniper hat 205. Willst du meine 302 haben, dann kriegst du... ich nehme die Granaten. Oh, was sind aber hier gerade? Ist ja nicht wirklich was dabei. Dann nehme ich den Rest, okay. Warte mal, ich muss gleich mal gucken, bei Pistole? Das ist auch keine gute dabei. Na, ich nehme die einfach. Zack. Dann wird die ja noch markiert. Vorsicht, Sauerstoffvorrat bei 50%.
die Granaten genommen, okay? Jo. Oh, warte mal, ich wollte die auch noch markieren. So. Das markieren. Wo habe ich denn jetzt die Elektrosniper? Hast du die doch genommen? Nein, die hast du genommen, die Sniper. Echt jetzt? Die hast du genommen? Ich hab die nicht. Die müsste ganz unten dann sein, rein theoretisch. Ich hab meine 302er Sniper immer noch. Ich war doch irgendwo ein Elektrosniper gewesen. Die hast du aufgenommen? Ich hab keine im Inventar. Na, die hast du doch aufgenommen. Wirklich, du hast auf die Sniper. Ich wollte die eigentlich nehmen, aber dann hast du gesagt, du willst da haben. Und da habe ich die dann gelassen und ja. Seltsam, das Spiel verschluckt Sniper. Und Sniper weg. Schockschaden, oh. Schaffe dir einen Laserbohrer. Wie wär's denn, wenn wir erstmal nach Concordia gehen und Zeug weggeben? Ah, Quatsch mit Soße. Wir sind gleich hier in der Missionsgegend. Das ist blöd, wenn wir jetzt hier abhauen. Okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Schaltet okay. Wieder ein, wenn es weitergeht mit Borderlands The Pre-Sequel. Hier mit dem Robert und mir, den Daniel, bei den Chaos aus SLP. Liken, teilen, abonnieren, alles, was euch einfällt, könnt ihr gerne machen. Und dann freuen wir uns auf euch das nächste Mal. Und warte, bevor du Tschüss sagst, bitte nicht vergessen, Leute, guckt bitte nach oder bitte gebt uns, wenn ihr es könnt, oder mir zumindest einen Hinweis, woran es liegen könnte. Genau, und weder einfach per Kommentar runter wegen Derek's Story mit dem Problem oder einfach uns mal per PN schicken. Twitter, genau. Facebook gibt es wirklich diverse Variationen, an uns heranzutreten. Wir freuen uns über Lösungsvorschläge. Wir sind echt mit unserem Latein am Ende. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.